Lieber Kissling, oh, ich sehe, unser großer Künstler ist schon mitten bei der Arbeit. Ich störe doch nicht. Aber mein lieber Herr Schöller, ich bitte Sie, ich habe bloß gerade überlegt, wo man dieses Bild hier aufhängen sollte. Also wenn Sie mich fragen, vielleicht sollten Sie das erstmal auspacken. Wieso auspacken? Ja, sonst sieht man ja gar nichts von Ihrem Kunstwerk. Das ist mein Kunstwerk. Ein eingepacktes Bild. Ja. Wie finden Sie das? Vielleicht sollte man das mit ein bisschen Abstand sehen. So ein großes Werk braucht viel Platz. Ja, davon haben wir ja in Ihrer Pension genug. Ne? Und haben Sie auch was, was nicht eingepackt ist? Ja, natürlich. Hier. Mein letztes Werk. Darf ich? Oh. Ja. Was stellt das vor? Hamburg bei Nebel. Das ist aus meiner nicht gegenständlichen Periode. Wunderbar. Genau so sieht Hamburg wie Nebel aus. Man sieht reinlich nichts. Großartig. Vielen Dank. Was kann ich für Sie tun, Herr Schöller? Ja, ich bin hergekommen, um Ihnen... die Plakate für Ihre Ausstellung sind doch noch fertig geworden. Und ich wollte nicht versäumen, Ihnen ein paar zu bringen. Na ja, vielen Dank. Kunstausstellung. Der Hamburger Maler Ernst Kissling stellt seine Werke aus. Vernissage am 25. September 1924 um 19 Uhr in der Pension Schöller. Chausseestraße 198, Hamburg. Es freuen sich auf Ihren Besuch Ernst Kissling, Maler. Und Eberhard Schöller, Musikdirektor. Ade. Hängen Sie das hier in dem Café auf, mein lieber Kissling, und stoßen Sie Ihre Gäste dann mit der Nase drauf. Wir wollen doch, dass das Haus heute Abend für die Vernissage voll wird und uns künstlerisch was einbringt. Mir wäre das noch lieber, wenn mir das hier ein bisschen was einbringt, ne? Und Sie darf auch was heute Abend zum Besten geben? Ja, ich habe gedacht, zum Anfang etwas, was ich selbst komponiert habe. Ah ja. Meine Plattitüde in Fis-Moll. Ah ja. Ja, und dann, aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Sie haben sicherlich noch alle Hände voll zu tun. Dann bis heute Abend um 7 Uhr in der Pension Schöller. Auf Wiedersehen. Auf was? Ach ja, auf Wiedersehen. Der große Kissling kriegt eine kleine Ausstellung in einer Pension, in der bloß reiche Gäste wohnen. Da muss ich doch was verkaufen lassen. Oh, bonjour, monsieur. Ja, mein Luxo. Ach, Herr Ober? Haben Sie bitte noch einen kleinen Augenblick Geduld, gnädige Frau. Bin gleich für Sie da. Oh, in Vernissage. Der Hamburger Maler Ernst Kissling stellt seine Werke aus. In der Pension Schöller in Hamburg. Chausseestraße 198. Ach, ich sehe, Sie sind un ami des Beaux-Arts. Was? Ein Kunstfreund. Mehr als das, gnädige Frau. Ich bin der Künstler. Ach, das ist ja très intéressant. Allerdings kann ich von der Kunst allein nicht leben. Darum betreibe ich noch dieses kleine Café hier. Das muss ich mir Stormtepe aufschreiben. Was darf es denn sein, gnädige Frau? Eine Tasse heiße Schokolade, ein paar Kekse und Ihr ganzes Leben. Wie meinen Sie das? Ach, Sie müssen mir partout Ihre Lebensgeschichte erzählen. Ich bin Schriftstellerin, müssen Sie wissen. Ich schreibe für die Gartenlaube. Ah, ich bringe Ihnen erstmal die Schokolade und die Kekse, ne? Oh. Eine Schokolade und Kekse, bitte! Kommen Sie, ich bin doch schon so neugierig. Erzählen Sie! Guten Tag, guten Tag. Von Herzen gern, gnädige Frau, aber Sie sehen ja einen Gast. Eugen, Sie sind mein Ritter in der Not. Ja, demnächst muss man hinfen. Friedrich Schinner, Wilhelm Tenn. Wie immer? Ja, bitte. Ein Glas Sanbei-Tee, der ist so gut für meine Stimme. Ein Sanbei-Tee. Ihr Schokolade! Ja, Herrschaften! Bonjour, Monsieur! Na, ah, Franzosen! Oui! Non, nein, 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 nein! Guten Tag! Wirtschaft! Ja, wo steckt
denn dieser Kissling nun wieder? Keine Zucht und keine Ordnung, dieser Mann. Wirtschaft! So kann der Laden hier ja nicht laufen. So, gnädige Frau, eine Schokolade und Kekse. Haben Sie jetzt Zeit für mich? Wirtschaft? Leider nicht. Sie sehen ja noch einen Gast. Zu Diensten, Herr Major. Wie oft muss man hier eigentlich rufen, bis irgendjemand kommt? Wie oft haben Sie denn gerufen? Dreimal. Sehen Sie, das langt. Unverschämt. Haben Sie überhaupt gedient? Jawohl, Herr Major, zeigt das Vizierbataillon, Gefreiter Kissling meldet sich zur Stelle, Herr Major. Ja, gut, hier nicht rühren. Sie können von Glück sagen, dass ich nicht mehr im Dienst bin. Tut mir leid für Sie, Herr Major. Nur weil den Herrn vom Kriegsministerium meine Nase nicht gepasst hat. Weil ich Ihnen bewiesen habe, dass ich die Schlacht bei Plätzemarsch gewonnen hätte, wenn ich Generalstabschef gewesen wäre. Hier, halten Sie mal fest. So, passen Sie mal auf. Hier, Plätzemarsch. Hier stand der Feind. Da standen wir. Hätten wir nun statt hier da gestanden und der Feind saß hier, da, wäre alles ganz anders gekommen. Ja, ich muss das wissen. Ich habe ja Plätzemarsch so viel abbekommen, dass sie mich auf den Munitionswagen geworfen haben. Sie meinen Ambulanzwagen? Munitionswagen. Ich war so voll Kugeln, dass sie gemeint haben, ich gehöre auf den Munitionswagen. Cognac, wie immer, Herr Major. Nein, bringt mir mal ein Bier. Hell oder dunkel, Herr Major? Hell. Berliner oder Hamburger? Berliner. Ein großes oder ein kleines Glas? Ach, großes. Berliner Bier schenken wir bloß in kleinen Gläsern aus. Na ja, dann bringen Sie mir ein kleines. Also ein kleines dunkles. Nein, ein kleines helles. Sie wollten doch ein Berliner Bier, Herr Major. Ja, ein kleines helles Berliner Bier. Wir haben bloß Berliner Dunkel, das Hell ist Hamburger. In drei Teufelsnamen, dann bringen Sie mir einen Hamburger. Also ein großes helles. Ein kleines helles. Hamburger Bier schenken wir bloß in großen Gläsern aus. Bringen Sie mir einen Cognac. Na bitte, wie immer, mein Gott. Glauben sowas. So, ich hätte nun gern das Fremdenblatt, wenn Sie wohl so freundlich sind, Herr. Aber Sie sehen doch, der Herr liest noch. Ach, Zivilisten. Ich könnte Ihnen die neueste Gartenlaube zum Lesen anbieten. Das fehlt mir gerade noch. Ach, so ein Blödsinn lese ich nicht. Aber Junge, ich sag groß. Ja, stellt es da auf den Tisch. Ich geh nur erstmal zum Kiosk und hol mir das Fremdenblatt. Ich muss doch wissen, was für Persönlichkeiten in der Stadt sind. Und ich habe keine Lust zu warten, bis der Herr da mit der Zeitung fertig ist. Den Preis ziehe ich Ihnen vom Cognac ab. Jawohl, aber links. Herr Kissling, Herr Kissling. Ach, sagen Sie, Monsieur, ist das weit von hier bis zur Chausseestraße 198, bis zur Pension Schöller? Dann nehmen Sie am besten die elektrische. Das ist also sehr weit. Ja, zu Fuß eine gute halbe Stunde. Ja, ich kenne den Weg. Mein Onkel hat die Leitung dieser Pension. Ihr Onkel hat die Leitung? Ja, mein Onkel ist ja Schöner. Von der Pension Schöner. Ich dachte, die Pension heißt Schöller. Sag ich doch Schöller. Schöner. Mit N. Wie Ludwig. Wir müssen wissen, dieser blöde Buchstabe N, der bringt mich gelegentlich in die Bedrunge. Ich habe in der Schule ans Schüner einen Schock gekriegt. Ich war immer ein Musterschüner. Ja? Anders habe ich gewusst. Anders. Aber eines Tages fragt mich der Schulmeister, wo ist Napoleon gestorben? Und ich will ihm das erzählen und sage, St. Helena? Richtig. Ich verspreche mich aber und sage, St. Helena. Andere meine Mitschüler haben mich ausgenacht. Und seit der Zeit kann ich kein N mehr sagen. Jetzt sage ich statt eines N immer ein N. Oh, tut mir leid. Nicht so schlimm. Ich habe mich daran gewöhnt, aber da noch lange nicht mit abgefunden. Ich lasse mir helfen. Oh, Sie lassen sich helfen? Ja,
Ich bin bei einem Logopäden. Der hat sich eine ganz und gar neue Behandlungsmethode ausknamüstert. Ich übe jeden Tag, wann immer ich Zeit habe. Sehen Sie so. Nirum, nirum, nirum. Ich verstehe. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, aber bei Knallen kommt das nicht. Ich habe vor, solange ich in Hamburg bin, in der Pension Schöller zu wohnen. So, ich werde Ihrem Onkel gleich kriegen. Kann ich noch was für Sie tun, gnädige Frau? Ach, Pamet, no. Ich werde Ihrem Onkel berichten, wie fein uns der Zufall hier zusammengeführt hat. Und natürlich, wie fleißig Sie üben. Gottes Willen, ich möchte Sie im Gegenteil bitten, ihm da nichts von zu erzählen. Ja, aber warum denn nicht? Das dürfte Sie vielleicht nicht interessieren. Na, auch mich das interessiert. Ich bin doch extra nach Hamburg gekommen, um hier in der Großstadt Material für meinen neuen Roman zu sammeln. Sie müssen nämlich wissen, ich schreibe Romane für die Gartenlaube. Oh. Josephine Wölfel. Wölfel? Nein. Ja. Vielleicht kennen Sie mich besser unter meinem Künstlernamen. Ich bin die Schriftstellerin Josephine Freifrau von Horlethau. Oh. Sie sind die Schriftstellerin von Horlethau. Die kenne ich gar nicht. Aber dann sind Sie auch. Dann sind Sie auch eine Künstlerin und Sie werden mich verstehen und begreifen. Ich sehe schon, Sie wollen sich auch um die Kunst kümmern. Ja, so ist das. Aber man lässt mich nicht. Mein Vormund besteht darauf, dass ich Kaufmann bleibe. Schöne Geschichte. Zwar nicht mehr ganz neu, aber gut zu gebrauchen. Ja, und ich lasse es so scheinen, als täte ich, was Herr Schöner will. Ich habe meine Stelle in der Bank behalten, aber in meiner freien Zeit, da habe ich mit einer Weine alle die großen Klassiker gelesen. Ja, Goethe, Schinner, Grimbach, Zerkneist, Nessing. Wunderbar. Ja, ja, nur mal weiter. Mit einer Weine nehme ich auch dramatischen Unterricht. Ne? Im Augenblick studiere ich gerade den Romeo. Oh. Aus Romeo. Und Junia. Oh, das ist eine Tonnenrunde. Vielleicht war ich ein wenig zu laut. Nein, 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 nein. Nun, dann weiter, weiter. Also, am liebsten würde ich ja anderen spielen. Wenn bloß dieses verflixte endlich wäre. Aber mein neuer Lehrer, der hat gesagt, ich soll das Hoffen noch nicht aufgeben. Das hört sich doch schon ganz gut an. Also nur mal weiter, weiter. Ja, und dass ich ein gewandtiges Talent habe. Na? Gewandtiges Talent. Finden Sie nicht auch, dass ich den berühmten Schauspieler Wim Kwartznik verteufeln gleiche? So von links besehen. Ja, nun sehe ich das auch. Oh, eines Tages werde ich frei sein. Und dann kann ich tun und nassen, was ich will. Und bloß noch für die Kunst leben, die ich so liebe. Wunderbar. Ich hätte es nicht besser sagen können. Heute Abend. Heute Abend in der Pension Schöner, da werde ich zum ersten Mal vor Puppennikum auftreten. Und ohne Gnade durchfallen. Na, hören Sie mal. Nein, nein, nein. In meinem Roman lasse ich Sie durchfallen. Ach, ich lasse Sie alle Stationen von dem Künstler Elend durchmachen. Sie verzweifeln sogar an Ihrem eigenen Talent. Bis Sie zum Schluss alle Malaisen hinter sich lassen. Ihre Gaben sich durchsetzen und Sie noch auf Ihrem Totenbett
ein über alle Maßen umjubelter Schauspieler werden. Aber erstmal von Fuchs. Ihr Vormund zieht sein Unrecht ein. Und mit einem Gemüt so weich wie Maibutter drückt er sie an sein Herz. Er segnet den Bund, den Sie mit der Frau eingehen wollen, die Sie lieb haben. Die letzten Worte von meinem Roman sind aus einem Klassiker. Oh, nie! So nah du neben kannst! Oh, oh. Aber neider, ich hab doch niemanden lieb. Doch, in meinem Roman wohl. Also, wenn Sie wirklich nicht einen Roman über mich schreiben wollen, dann hab ich schon Titten. Was? Einen Titten. Das verlorene N. Aber nun entschuldigen Sie mich, ich muss ja zurück in die Bank, die Pflicht ruft. Ich muss mich ja auch auf den Weg machen. Herr Ober, bezahlen! Eine Schokolade und Kekse, 90 Pfennig bitte. Ein Sangenbeitee. Werden wir uns denn in der Pension Schöller wiedersehen? Aber natürlich nicht. Da ist doch heute Abend die große Vernissage von Herrn Kissen. Kommen Sie, gucken Sie, kaufen Sie. Ja. Hier ist ein wachsendes Talent, dem Sie so oft Ihr winnig Aug und Ohr genießen. Ganz wunderbar. Er muss mir partout mehr von sich erzählen. Au revoir. Also. Oh, warten Sie, ich komme doch gleich mit. Der werde ich auch noch ein Bild andrehen. Salam alaikum! Salam alaikum, Herr Bernhardi! Kissling, ein Mokka. Fix. Mokka fix haben wir nicht. Wir haben bloß große oder kleine Mokka. Witzboll, einen großen natürlich. Einen großen Mokka, kommt sofort, Herr Bernhardi. Bernhardi! Herr Major! Auch mal wieder in der Heimat. Bin heute Morgen in Hamburg eingetrudelt. Und wo waren Sie in der Zwischenzeit? Sie Rumtreiber, wenn man fragen darf? Fragen Sie lieber, wo ich nicht war. Gucken Sie mich an. Den Anzug habe ich in London arbeiten lassen, den Hut in Paris gekauft, die Stiefel sind aus Wien und diese Uhr hier ist in Genf gebaut. Und das Gewehr? Das ist der berühmte Bärentöter von Old Shatterhand. Habe ich in Amerika gekauft. Dann sind Sie ja sozusagen eine internationale Industrieausstellung auf zwei Beinen. Ne? Sozusagen. Und aus welchem Weg der Welt kommen Sie nun gerade? Aus Afrika. Ich war mit meinem Bruder auf Löwenjacht. Ach, dann, bitte, da haben Sie sich ja wieder allerhand erlebt. Das können Sie aber laut sagen. Stellen Sie sich vor, ich gehe so mit meinem Bruder durch den Dschungel spazieren. Ah! Auf einmal kommt eine ausgewachsene Löwin auf uns zu. Ich büx aus, dabei bin ich ansonsten vor Löwinnen eigentlich nicht bang. Warum sind Sie denn ausgebüxt? Weil die Löwin nicht alleine war. Ihr Bruder war dabei. Aha. Ich büx also aus. Mein Bruder couragiert, wie er ist, stellt sich den Löwen in den Weg. Ich bleib an der nächsten Dschungelecke aufstehen, leg an, schieß, treff! Und die Löwin war aus der Welt. Und der Bruder? Welcher? Von der Löwin. Ist ausgestopft auf dem Weg nach Hamburg. Ausgestopft? Ausgestopft mit meinem Bruder. Oh. Ja, der Bruder hat schon immer die tollsten Sachen erlebt. Ja, was Sie nicht sagen. Einmal hatten ihn die Menschenfresser einen ganzen Tag lang in ihrer Speisekammer eingesperrt. Und Sie haben ihn nicht gefressen? Nee, er hatte Glück. War Freitag. Und freitags fressen die Menschenfresser bloß Fischer. Wollen Sie sich nicht mal irgendwo niederlassen? Vielleicht heiraten? Heiraten? Ich? Wen denn? Na, so eine dolle Frau? Ach, hören Sie auf, dolle Frauen gibt es nicht. Ja, dann müsste ich ja wieder auf Reisen gehen. Ja, warum das denn? Na ja, um die zu finden. Na, vielleicht finden Sie ja eine hier in Hamburg. Ach, was? Der Onkel ist wohl noch nicht da. Ich sehe ihn auch nicht. Oh. Wo wollen
wir uns hinsetzen? Hier ist es doch ganz schön. Ja, ganz schön. Sehen Sie, Bernhardi, da haben Sie doch schon einen flotten Brummer. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja? Ich muss noch meine Kledagen in die Pension Schöller bringen. Ja. Komm, setz dich zu mir, Clara. So ein Weiberkram ist nicht für mich. Hören Sie, Bernhardi, geben Sie mir Ihr Gewehr. Ich eskortiere rüber zur Pension Schöller. Ach, endlich mal wieder eine richtige Waffe in der Hand. Nicht um! Kommen Sie, Bernhardi! Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Sehen wir uns heute Abend bei Schöller? Ja. Nee. Was? Da ist doch heute Abend meine Vernissage. Ach so, ja, ja, natürlich. Buonasera. Was darf ich den Herrschaften bringen? Für mich bitte eine Tasse Schokolade mit Schlagermaschü. Für mich eine Melange. Ein Kaffee mit Milch, eine Schokolade mit Schlagsahne. Ach nee, keine Melange. Für mich auch Schokolade mit Schlagermaschü. Kein Kaffee mit Milch, zweimal Schokolade mit Schlagsahne. Oder wissen Sie was? Bringen Sie mir doch lieber eine Tasse Bouillon, aber mit Ei. Wie Sie wollen. Kein Kaffee mit Milch, eine Schokolade mit Schlagsahne und eine Tasse Bouillon mit Ei. Das Ei aber nicht rühren im Ganzen, bitte. Einfach so reinschlüpfen lassen. Wie Sie wollen. Kein Kaffee mit Milch, eine Schokolade mit Schlagsahne und eine Tasse Bouillon mit einem geschlüpften Ei. Du bringst den armen Menschen ja ganz und gar durcheinander, klar. Mir wäre doch lieber, ich hätte Schokolade bestellt, aber diese Kellner sausen ja weg, ehe man zu Wort gekommen ist. Oh, da kommt Alfred. Och, ja, aber ohne den Onkel. Tantchen, Klärchen. Komm, setz dich zu mir, Alfred. Wo hast du den Onkel gelassen? Er ist doch mit dir mitgegangen. Ich habe ihn irgendwo verloren. Und ich bin froh, wenn er wieder mit euch in der Bahn sitzt und nach Hause dampft. Was ist dem Mann bloß in den Kopf gestiegen? Ja, er kümmert sich gar nicht mehr um den Apfelhof. Dabei kommt er fast jeden Tag auf eine andere Dummheit. Was wir schon alles mit ihm durchgemacht haben, ist gar nicht zu sagen. Ja, ich bin bloß froh, dass wir so schön weit weg bei Buxtehude leben. Da kann mit seinen Spinnereien nicht allzu viel passieren. So, die Herrschaften. Hallo, Alfred. Eine Schokolade mit Schlagsahne. Dankeschön. Und eine Tasse Bouillon mit einem geschlüpften Ei. Entschuldigt mich einen Augenblick, ich muss bei Ihnen mit Herrn Kissling sprechen. Du kennst den Kellner? Ja, wir kennen uns schon ewig und drei Tage. Alfred, was ist mit dir? Kissling, Herzensfreund. Rappelt das bei dir oder bist du besoffen? Kannst du dir das nicht denken? Ich bin verliebt. Ach so, dann ist dir allerdings einiges vergeben. Aber wie ist denn das so schnell gekommen? Ich will davon nicht viele Worte machen. Es war im Mai. Ja, und nun haben wir September. Tschüss. Hier bleibst du. Das war also im Mai, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Überspringen wir die Zeit. Ich habe sie gesehen. Sie hat mich gesehen. Da war es um uns geschehen. Das Tempo gefällt mir. Ja, und jetzt weiß ich, wer sie ist und wo sie wohnt. Da kommst du nie drauf. Ja, wo wohnt sie? In der Pension Schöller. Bei Schöller? Ja. In wen kannst du dich da denn verguckt haben? In Frieda natürlich. In wen denn sonst? In Schöllers nicht. Ja, ja, ja. Weiß sie schon von ihrem Glück? Nein. Ja, und jetzt kommt das, um das ich dich bitten wollte. Ich soll ihr verklickern, dass du sie liebst. Ja, aber nein, du sollst mir bloß ein paar Zeilen aufs Papier bringen, dass ich mich nicht ganz so dumm anstelle. Ich soll ihr einen rosa Brief schreiben, voll Liebe und Schmeichelei? Ja. Nee. Ach, bloß ein paar Zeilen. Was? Zeilen. Du bist doch der Künstler. Ich bin Maler und kein Schriftsteller. Bitte, du bist doch mein Freund. Na, so gut, bis wann? Heute Abend. Heute Abend? Ja, wir gehen noch heute Abend in deine Vernissage. Eine bessere Gelegenheit gibt's nicht wieder. Also gut, ich will mein Bestes tun. Oh, wunderbar. Wunderbar. Wo der Onkel bloß bleibt. Hoffentlich hat er nicht das Lokal verwechselt. Ich habe ihm doch gesagt, wir treffen uns hier im Café. Café, wie heißt das Café nochmal? Rembrandt. Ja, dann sitzt er nun bestimmt bei Van Gogh. Kinder, stoppen, ich. Da Och, ist er. Ja, was schläft denn da wieder mit dir? Wo bleibst du denn? Ich war aus Versehen im Café Vermeer. Was hab ich gesagt? Na, apropos Meer, frag ich ein, wie komme ich denn an Gausten auf die andere Seite von der Alster? Sagt er, schwimm, mein Lieber. Haben die Hamburger nicht einen wunderbaren Humor? Was denn, Onkel Philipp? Jedermann sein eigener Arzt? Eine Haus- und Reiseapotheke mit ausführlichster Gebrauchsanweisung. Für alles ist gesorgt. Für alles ein allerbestes Mittel. Wenn sich also einer von euch nicht so ganz wohl fühlt. Tut mir leid, mir geht's großartig. Schade.
Nicht vielleicht ein bisschen Kopfweh, Ohrensausen, Zahnschmerzen, Magendrücken? Hör auf, du machst mich ganz nervös. Nervös? Dafür gibt's auch was. Hier, ein Schlag an die Schläfe. Soll prächtig anschlagen. Und es sieht dich. Was ist denn das für abelquatsches Zeug? Oh, nicht daran riechen. Sonst kriegst du eine ganz schwarze Nase. Das ist eine Silberlösung. Zu was brauchst du denn das schon wieder? Na, für meinen fotografischen Apparat. Was knipsen willst du auch noch? Knipsen. Ich mach Momentbilder. Willst du auch ein Momentbild haben? Um Gottes Willen. Nein. Ist ja gut. Ich mach eins, wenn wir wieder zu Hause sind. Du wirst sehen, das wird uns großen Spaß machen. Ja, wenn wir mal bloß erst wieder zu Hause wären. Ja, Kinder, es wird höchste Zeit, dass ihr euch auf die Socken macht. Hä? Ja, sonst verpasst ihr noch den Zug. Ja, willst du denn noch hierbleiben, Onkel Philipp? Du willst nicht mitfahren, Philipp? Nee, kann sein, dass ich heute in Hamburg übernachte. Ach, du lieber Gott. Warum willst du denn hierbleiben, mein lieber Bruder? Das geht dich gar nichts an, meine liebe Schwester. Ich habe bloß darum nicht geheiratet, dass ich keiner Frau Rede und Antwort stehen muss. Ich habe doch gesehen, wie das bei meinem Freund war. Das halbe Leben hat seine Mutter ihn gefragt, wo gehst du hin? Und die andere Hälfte hat seine Frau ihn gefragt, wo kommst du her? Hier bleiben willst, dann bleiben wir auch. Ach ja, wir haben das nicht einig. Nix da, ihr fahrt jetzt, das sag ich und damit basta. Aber viele. Ich hab mein Taxameter warten lassen. Der Kellner kann euch wohl eben die Pakete mit raus, dann warten sie wohl so gut. Der bleibt wirklich. Ja, natürlich. Ach du lieber Gott. Pass bloß auf, dass er keine Dummheiten macht. Ich garantiere für nix. So, aber los, meine liebe Schwester. Ja. Na, tschüss, Klarinette. Tschüss, Onkel Philipp. Besuch uns mal, Alfred. Ja, mach ich. Ja. Bleib nicht so lange hier, Philipp. Jetzt mach aber zu, sonst werde ich ernsthaft böse. Also, ich möchte mal wissen, was sie noch hier in Hamburg hält. Der hat doch irgendeine Teufelei vor. So, jetzt sind wir unter uns. Ja. Setz dich, mein Junge. Ich muss mit dir reden. Was das wohl gibt. Alfred! Ich war arm, jetzt bin ich reich und ich sag dir und merk dir das fürs Leben. Reich sein ist besser. Was du nicht sagst. Alfred, mir ist zu Ohren gekommen, dass du ein Geschäft eröffnen möchtest und dass du einen Kapitalisten suchst, der dir das nötige Kleingeld vorschießt. Ja, das stimmt. Du hast aber noch keinen gefunden. Ja, das stimmt leider auch. Warum hast du mich nicht gefragt? Onkel Philipp, du willst mir unter die Arme greifen? Ja, warum denn nicht? Oh, Onkel Philipp, Mensch, wie soll ich dir danken? Oh, da nicht für, aber ich will hoffen, dass du mir auch einen Gefallen tust. Mit Vergnügen. Ich habe auch nichts anderes von dir gedacht. Ich will, wie soll ich das sagen? Ich will, dass du mich in gewisse Häuser bringst. Du willst den Puff? Puff? Wer sagt denn was von Puff? Du bist hier in Hamburg, St. Pauli Lock. Ach, Tünkram. Naja, ich will ja nicht abstreiten, dass ich ab und an ein ganz verfluchter Kerl bin. Aber reden wir nicht davon. Nein, ich habe andere Absichten. Hör mal zu. An unserem Stammtisch, da ist der reiche Apotheker Stoffels, über den ich mich noch halb tot ärgern werde. Der fährt auch alle paar Wochen nach Hamburg und wenn er dann zurückkommt, dann erzählt dieser Stoffels einen Seemannsgarn, da ist das Ende von weg. Wo der nicht schon überall war und was der nicht alles gesehen hat. Das letzte Mal hat er erzählt, er hätte in einer Kneipe einen Verrückten gesehen. Der hätte geglaubt, er sei ein Klavier und hätte immer Angst gehabt, dass sie ihm aufs Pedal treten. Ja, oder noch schlimmer, auf ihn spielen. Ja, du lachst. Der Stammtisch hat geschrien vor Lachen. Ja, was willst du nur von mir? Ich muss ihn ausstechen. Ich muss was gesehen haben, was er noch nicht gesehen hat. Und dabei sollst du mir helfen. Ja, wie soll ich das machen? Wenn er einen Bekloppten gesehen hat, dann will ich viele sehen. Was? Ich will eine Heilanstalt für Geisteskranke von innen sehen. Eine Klapsmühle? Ja. Du bist bekloppt. Ich doch nicht. Eine Klapsmühle von innen sehen? Das muss ja nicht gleich eine Klapsmühle sein. So eine private Heil- und Pflegeanstalt tut's auch. Ich habe gehört, das soll da am Abend sogar Soireen geben. Soireen? Ja, du weißt schon, so Geselligkeit mit Musik und Abendkleid und... Ach, du kennst doch Gott und die Welt und darum rechne ich fest damit, dass du dein Bestes tust und ich die Chance krieg, mal bei so einer Soiree dabei zu sein. Eine Soiree in einer Heilanstalt, das ist nicht dein Ernst. Ja, warum denn nicht? Oh, mein lieber Onkel. Mein lieber Junge, denk an dein Geschäft und sieh zu, wo und wie und was du tun kannst. Ich kann nicht allzu lange in Hamburg bleiben. Was ist da denn los? Hört sich nach einer Klopperei an. Und das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Wo ist mein fotografischer Apparat? Na hier. Vielleicht gibt das ein Momentbild. Du musst nämlich wissen, mein Apparat hat eine ganz besondere Erbse.
Linse. Ich hab doch gewusst, das war irgendeine Hülsenfrucht. Da kann's ja verrückt werden. Was sind denn das so wieder für Macken? Der ist doch nicht mehr ganz bei Groschen. Wer ist denn ganz bei Groschen? Mein Onkel, der will mir für mein Geschäft das nötige Kleingeld vorschießen. Na, dann muss er doch bei Groschen sein. Ja, aber weißt du, was er von mir sozusagen als Gegendienst verlangt? Na. Ich soll dafür sorgen, dass er eine Soiree in einer Heilanstalt für Geisteskranke besuchen kann, solange er hier in Hamburg ist. Was sagst du zu so einer Verrücktheit? Das ist wirklich ziemlich verrückt. Nicht wahr? Vielleicht sollte man ihn gleich selbst in die Klapsmühle stecken. Du musst mir helfen. Keine Zeit, ich muss meine Ausstellung in der Pension Schöller klar machen. Ich will hoffen, dass ich da ein paar Bilder verkaufen kann. In der Pension, da wohnen so viele reiche und überkandidelte Leute, du. Was ist? Was hast du? So könnte das klappen. Wir müssen deinen Onkel in die Pension Schöller bringen. Da trifft einen ganzen Haufen verrückter Leute. Den überkandidelten Löwenbändiger, den verrückten Major, die überspannte Schriftstellerin und all die anderen, die da wohnen. Ja und? Du bringst deinen Onkel heute Abend ganz einfach zu Schöller. Hä? Ja? Bevor ihr losgeht, sagst du ihm, das wäre eine Vernissage in einer Privatheilanstalt. Genau das, was er sehen will. Mensch, Kissley, wie kannst du mir bloß mit so einem ungehörig ruhigen Gesicht so einen unverschämten Vorschlag machen? Wie soll dein Onkel den Schwindel wohl merken? Er meint doch, dass er das mit Patienten zu tun hat, die alle einen an der Marmel haben. Er geht da schon mit diesem Gedanken hin und darum sieht er auch bloß das, was er sehen will. Ja, und wie schwer ist das schon im normalen Leben zu unterscheiden, wer verrückt ist und wer nicht, ne? Du meinst wirklich? Ja, außerdem kannst du deine Frieda wiedersehen. Oh Mann, du bist ein Genie. Also dann, wir bringen den Onkel heute Abend zu Schöller. Abgemacht? Abgemacht. So, es hat sich ausgeprügelt. Ein Streiting ist in Arm in Arm mit den besten Freunden abgezogen. Das hab ich hingekriegt. Ja, und da war auch was auf die Mütze gekriegt. Naja, ein paar tüchtige Püffe habe ich abgekriegt. Da siehst du, was dabei rauskommt, wenn man sich um Sachen kümmert, die einem nichts angehen. Das verstehst du nicht. Hast du dir das überlegt, Alfred? Der gibt mich auf. Komm mal los. Ja, Onkel Philipp, wenn du denn nun absolut auf deinen Wunsch bestehst. Geht alles klar. Was haben Sie sich hier einzumischen? Oh, das ist mein Freund Kissling, Kunstmaler. Und mir gehört das Café hier. Mein Onkel Klapprot. Angenehm, freut mich. Alfred hat Ihnen von meinem Plan erzählt? Hat er. Und das geht also klar, sagen Sie? Ja, heute Abend. Heute Abend schon, das ist ja prächtig. Kissling wird auch da sein. Oh, ich werde Ihnen allzeit dankbar sein. Bloß eine Frage, sind da auch so Patienten von der Art, die sich einbilden, sie werden Parapluie und wollen immer aufgespannt werden? Der verlangt ein bisschen viel. Das kann ja lustig werden. Ja, tut mir leid, Onkel Philipp, aber die Schwerbekloppten lernst du bei so einer Soiree natürlich nicht kennen. Die Leute geben und unterhalten sich so wie du und ich. Die werden gar nicht auffallen zwischen all den anderen. Und doch haben sie alle einen kleinen Dachschaden. Das ist ja gerade das Besondere daran. Du darfst sie natürlich nicht anmerken lassen, dass du weißt, wo du bist und mit wem du das zu tun hast. Natürlich nicht. Ja, auch dem Direktor gegenüber nicht. Er hat das gar nicht gern, wenn man über seine Patienten lacht. Klar, ich bin doch nicht verrückt. Aber wie heißt denn nun eigentlich diese Heilanstalt? Schöller. Pension Schöller. Pension Schöller. Pension Schöller. Das ist ja ein wunderbarer Deckname für eine Klapsmühle. Also dann auf in die Pension Schöller. Also eins ist sicher, das wird ein verrückter Abend. Weißt du, wo ich die Noten von meiner Plattitüde in Schissmolle, Zissmolle, Fissmoll hingelegt habe? Auf dem Flügel im Musikzimmer. Aber das singt sie nicht mehr. Und die Hurschaften, Hirschaften, Herrschaften können jeden Augenblick kommen. Und ich wollte doch zu der Eröffnung meine Plattitüde spielen. Dann spielst du eben was anderes, mein lieber Schwager. Aber das andere haben unsere Pensionsgäste doch nun 100-mal gehört. Sie können froh sein, wenn ihnen überhaupt was vorgespielt wird. Aber heute haben wir ganz besondere Gäste. Die Herren Klapprot und Klapprot. Der junge Herr Klapprot war heute Nachmittag schon mal da und hat zugesagt, dass er heute Abend mit seinem Onkel kommt. Oh!
Das ist ein reicher Grundbesitzer aus dem alten Land. Du siehst also, alles achtbare Leute. Ach, Eberhard, wenn doch unter unseren Gästen ein Heiratskandidat für Frieda wäre. Teufel, auch Schwägerin. Das ist ja rein welch ein Tick bei dir geworden, auf Frieda Jagd zu machen. Auf Friedas Mann Jagd zu machen. Auf einen Mann für Frieda Jagd zu machen. Das verstehst du nicht. Ach, warte doch ab. Sie ist die reinste Augenweide und wird schon einen Mann finden. Ja, aber... Oh. Entschuldigst mich wohl. Ich will bloß eben im Musikzimmer die Kerzen anzünden. Ist Eugen schon da? Schon lange. Er sitzt irgendwo in einem ruhigen Winkel und studiert eine neue Rolle. Ruhigen Winkel? Und gibt das in unserem Haus wohl einen ruhigen Winkel? Ach, muss ich auch mal wieder ordentlich die Hammelbeine langziehen, dass er endlich mit seinen Spinnereien aufhört. Wenn ich bloß wüsste, wo ich mit meinen Noten abgeblieben bin. Huch, da sind sie ja. Amalie! Für diese Geschichte komme ich sicher in die Hölle. Onkel Philipp, wo bleibst du denn? Bin ja schon da. Hab bloß meinen Überzieher abgegeben. Um alles, was mir lieb ist, Onkel Philipp, was willst du denn hier mit dem Apparat? Ja, ich muss doch einen Beweis haben von diesem verrückten Club. Aber Onkel Philipp! Sag mal, da draußen an der Tür, der in der Uniform, war das einer von den Wärtern? Nein. Oh. Ja! Aber nicht weitersagen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie neugierig ich bin. Aber wo sind denn nun eigentlich die Patienten? Ach, da kommt schon einer. Ah, meine Herren, von Herzen willkommen. Das ist der Direktor. Ach, das ist bloß der Direktor. Sie sind ja sowas von dankenswert pünktlich, da kann man ja die Uhr nachstellen. Bitte nehmen Sie Platz, ich bin gleich wieder da. Der ist aber auch nicht ganz normal. Naja, kein Wunder, wenn man jeden Tag mit Bekloppten zu tun hat. Nicht? Onkel Philipp? So, meine Herren, ich stehe Ihnen nun uneingeschränkt zur Verfügung. Ach, Herr Schöller, mein Onkel konnte es beinahe nicht abwarten, Ihren geselligen Abend zu besuchen. Herr Klapphut, Herr Schöller. Ich will hoffen, Sie werden sich hier bei uns wie zu Hause fühlen. Wie zu Hause ist gut. Alfred hat mir viel von den interessanten Sachen erzählt, die Sie hier so auf die Beine stellen. Oh, wenn Sie das interessiert, könnte ich Ihnen später mal unsere Einrichtung zeigen. Die Zimmer, die Spiel- und Leseräume, die Bäder, die Duschen. Kalte? Bitte was? Eine kalte Dusche. So, wollen Sie eine kalte Dusche? Na, ich brauche keine. Oh, sagen Sie das nicht. Haben Sie ab und zu mal einen Schnupfen? Na, einmal im Jahr sicherlich. Sehen Sie, ich nicht. Und warum nicht? Warum nicht? Ich lebe gesund. Ich schlafe zum Beispiel nur im Liegen. Tatsächlich? Ja. Und vor Tau und Tag, so um 4 rum, stehe ich auf und laufe mit nassen Füßen durch eine nackte Wiese. Mit einer nackten Wiese durch nasse Füße. Mit wiesennackten Füßen durch eine nacktfüßige Wiese. Ach, egal. Und am Abend, was mache ich am Abend? Was machen Sie am Abend? Kalte Umschläge. Dann habe ich lieber einmal im Jahr einen Schnupfen. Der ist nicht normal. Diese Bilder. Hat die auch einer von Ihren Pensionären? Pensionären gemalt. Also es macht wirklich Eindruck, dieses Grau. Ja, darf ich Sie bitten, meine Pension Ihren Freunden und Bekannten zu empfehlen? Ihre Pension empfehlen? Ja. Meinen Freunden und Bekannten? Ja. Verlassen Sie sich drauf, ich empfehle. Das ist ja famos. Ich sehe mit Vergnügen, Sie sind munter und feudel. Fidel. Fidel! Und ein Freund von der Bilderknipserei. Ja, ich würde gerne eine Aufnahme von Ihren Patienten machen, wenn Sie nichts dagegen haben. Was ist denn nun schon wieder los? Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Es scheint etwas ein bisschen Ärger. Oh, da ist doch wohl jemand ausgebüxt. Du vergisst ganz und gar, was wir abgemacht haben. Ja, ist gut. Ich werde mich jetzt zusammenreißen. Aber man muss sich ja auch erst an so eine Umgebung gewöhnen. Ich will nur hoffen, dass wir nicht auffliegen. Komm, ich zeig doch mal die anderen Bilder, die hier ausgestellt sind. Da sind noch mehr. Ja, mein lieber Herr Kissling, unser großer Künstler. Oh, vielen Dank, Frau Pfeiffer. Von Herzen willkommen. Ich freue mich ja so, dass ich hier meine Bilder ausstellen darf. Ne? Was haben Sie der Welt da bloß wieder für wunderbare Bilder geschenkt? Alleine Ihr Hauptwerk, Hamburg bei Nebel. Großartig. Vielen Dank. Wie können Sie bloß ohne den Beistand von einer Frau so fruchtbar sein? Na ja. Na,
mit dem Pinsel allein. Da können Sie doch kein Bild malen. Jeder Künstler braucht eine Muse. Und jeder Mann eine Frau. Ja. Oder viel besser noch eine Ehefrau. Wunderlich. Nix, da, Herr Kissling, geht nix über den Hafen der Ehe. Was für eine Freude, was für ein Glück, wenn man die richtige gefunden hat. Ja, mir büchsen Sie nicht mehr aus. Ich werde mich um Sie kümmern. Ich werde für Ihr Glück sorgen. Mutter! Oh, Sie entschuldigen mich wohl. Ich bin gleich wieder da. Nicht schlecht. Zwar Künstler, mal mit dem Kaffee, das gut läuft. Das ist eine Grundlage. Die will mich partout unter die Haube bringen. Der Künstler hat auch einen kleinen Dachschaden. Hängt eine splitternackte Leinwand an die Wand. Davon verstehst du nichts, Onkel Philipp. Kissling ist allerbeste Avantgarde. Ah, was? Das ist ein Spinner. Der Spinner sagt guten Abend. Oh, nichts für ungut. Auch wenn ich nichts davon verstehe, ich kauf das Bild. Als Erinnerung an diese Klapsmühle. Vielen Dank, Herr Klapsroten. Sie sind ein wahrer Kunstfreund. Ja, 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 ist gut. Denk daran, dass wir das nachher mitnehmen, wenn wir gehen. Dann mache ich da gleich ein Schild dran. Verkauf. Himmel, Fred, warum tun wir das hier nochmal? Sie haben ja vollkommen recht, mein lieber Herr General, Oberst, Major, aber nun beruhigen Sie sich doch bitte wieder. Ist ja nicht auszuhalten, die Fräulein Wölfel. Sie bringt einen ja um mit ihrer dusseligen Fragerei. Ganz und gar verrückt, diese Person. Ist ja großartig, er nennt die andere verrückt. Herr Major, Herr Direktor Schöller, wenn diese Dame hier im Haus bleibt, ziehe ich aus. Oh, bitte nicht. Das ist ja prächtig, er will ausziehen. Aber nicht so mit der Dame sprechen, Herr Major. Die gehört ja vor's Kriegsgericht. Kurzen Prozess, bum, bum. Ja, Herr Major. Das ist ja wunderbar, das ist ja wirklich verrückt. Ja, aber ich bitte dich. Entschuldigen Sie bitte. Aber unser Herr Major hat sich über eine Dame geärgert, die hier heute bei uns eingezogen ist. Sie schreibt Romane und hat es leider so an sich, alle Menschen mit ihrer Fragerei verrückt zu machen. Oh, dann würde ich gerne mal ein paar Dünnches erzählen. Bitte? Mein Onkel meint, er würde sich gern mit ihr unterhalten. Er hat keine Chance, sich nicht mit ihr zu unterhalten. Oh, und wenn Sie mit unserem Herrn Major sprechen, ja und ja nicht über militärische Sachen. Ein verkehrtes Wort und er glaubt, Sie spielen darauf an, dass er vor der Zeit pensioniert worden ist. Oh, und auch über Rechtsanwälte dürfen Sie nicht mit ihm reden. Er hat einen Prozess verloren. Oh, und ja, nicht über Frauen, Liebe und Ehe. Dann dreht er ganz und gar durch. Sich mit dem Major zu unterhalten, ist ja wohl fast so, als würde man über ein Minenfeld laufen. Ja, wohl fast so. Darf ich vorstellen, die Herrn Klapproth und Klapproth, Freundin Josephine Wölfel. Schriftstellerin. Bekannter bin ich allerdings unter meinem Künstlernamen. Josephine, Freifrau von Holledau. Holla! Haben Sie vielleicht meinen Roman Ein verkanntes Frauenherz gelesen? Verkanntes Frauenherz? Ich? Ja, natürlich. Und komm in den Keller, Luise. Den habe ich nachgeradezu verschlungen. Kommen Sie, Ihrem Onkel ist die nächste halbe Stunde sowieso nicht zu helfen. Bitte. Sonst kriegt Fräulein Wölfel uns auch noch Biederbüchse. Oh, oh. Und wie gefällt es Ihnen, was mir so aus der Feder gelaufen ist? Oh, sehr gut. Besonders der zweite Auslauf. Ich meine das zweite Buch. Evia. Was sagen Sie zu Luise? Zu wem? Luise, die Hauptfigur von meinem Roman. Ach, Luise, ich verstehe. Zu Luise sage ich nichts. Nichts? Naja, ich weiß nicht so recht. Also zu Luise kann man entweder oder aber auch ja oder nein sagen. Merveilleux, wie Sie den Charakter von Luise getroffen haben. Und Carino? Carino. Oh, von dem war ich überrascht, wie er Luise in den Arm nimmt und küsst. Wieso küsst? Sie ist doch auf ihn geritten. Geritten?
Sie meinen Hoppe Hoppe Light? Ja. Das ist aber nicht jugendfrei. Oh Gott, Carino ist doch das Pferd. Ah, ja, natürlich, das Pferd. Ja, nee, ich meine den anderen, den Heinrich? Genau, den Heini, ja. Oh, mir sind ja fast die Tränen gekommen, wie er Luise zum Schluss an den Traualtar führt. Ja, aber Heinrich und Luise versacken zum Schluss doch im Morast. Das ist doch praktisch dasselbe. Wie meinen Sie das denn? Oh mein Gott, habe ich geweint. Oh. Geheult wie ein Schlosshund. Aber reden wir nicht mehr davon. Ja. Was glotzt die mich denn so an? Nichts für ungut, dass ich Sie so exakt im Mang angucke, aber Sie haben einen Kopf wie ein Lord. Eine Frau mit Geschmack und Bildung. Bitte, nehmen Sie doch mal die Brille ab. Oh, nö. Doch, bitte. Aber auch wieder zurückgeben, ja? Ja. Sie doch gleich, dass Sie viel erlebt, sich durchgeschlagen und manches abbekommen haben. Oh ja, ja. Einmal in Buxtehude in der Sandkiste, ne? Da hat mir ein fremdes Mädchen alle meine Sandkuchen platt gemacht. Da habe ich beschlossen, nie zu heiraten. Sie müssen mir alles erzählen. Mhm. Nein. Bitte bleiben Sie doch sitzen. Ich habe... Pardon, jetzt hätte ich mich doch beinahe auf Ihre Brille gesetzt. Ach, das macht nichts. Die hat schon ganz andere Sachen gesehen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mir ein bisschen aufschreibe. Nee, schreiben Sie sich nur alles auf, was ich so von mir gebe. Was sind Sie eigentlich für ein Landsmann? Portugiese. Ach, ein Portugiesen hatte ich noch nie. Ja, man sieht es mir nicht an, dass ich in Portugiesien zur Welt gekommen bin. Aber wie das zugegangen ist, weiß ich selbst nicht, denn über meiner Geburt schwebt ein besonderes, düsteres Dunkel. Düsteres Dunkel, interessant. Ich bin als Waisenkind aufgewachsen, ohne Eltern. Und mein Vater sagte jeden Tag zu mir... Wieso Vater? Ich pass ja auf, ihn Schießhund. Mein Pflegevater natürlich, ja, der hat immer gesagt, forsche nie nach deinen Eltern, denn das könnte ihnen unangenehm sein. Forsche nie nach deinen Eltern. Mann, das ist ja Stoff für zumindest 5 Kapitel. Ja. Weiter, Herr Klapproth. Ihre Kinder- und Lehrzeit waren natürlich ohne Freude. Ja. Ich habe von meinem Meister manche Tracht Prügel bezogen. Ja. Dieser Makel einer wahrscheinlich illegitimen Geburt lastete schwer auf ihnen. Mit Neid schauten sie auf das glückliche Familienleben von all ihren Spielkameraden. Nur erzählt sie auch noch selbst. Wenn ich diese Zustände in ihrer Seele richtig ausmale, das gibt ein prächtiges Kapitel. Wo Alfred bloß bleibt? Da! Wo? Da haben sie, auf dem Weg durch ihr Elendsleben, doch noch jemanden gefunden. Ein Herz und eine Seele. Sie haben dann doch noch geheiratet, Nespa? Nee, ich bin immer noch ein Spanner. Meine Schwester führt mir den Haushalt. Ihre Schwester? Ja, warum denn nicht? Ja, aber woher wissen Sie denn, dass das Ihre Schwester ist? Woher ich das weiß? Sie haben Ihre Eltern noch gar nicht gekannt. Oh ja, richtig. Gott, ist die pingelig. Meine Schwester. Meine Schwester, die ist als Kind geklaut worden. Von fahrendem Volk. Ach, dann scheint Ihre Schwester auch ein sehr interessantes Vorleben hinter sich zu haben. Meine Schwester, auch nicht zu glauben. Jahr um Jahr habe ich nach ihr gesucht, als ich sie dann zuletzt gefunden habe. Da war sie schon mit einem Russen verheiratet. Mit einem Russen? Mit dem Großfürsten Stroganow.
Der war so eifersüchtig, der wollte Hackfleisch aus ihr machen. Horrible! Da hat sie dann ihre Pekinesen vor einen Schlitten gespannt und ist über den Nordpol zu den Eskimos geflüchtet. La pauvre! Da war ein Lappe, Lazuli. Lappe, Lazuli. Dem ging es sehr schlecht. Der war Eisverkäufer. Am Nordpol braucht man doch kein Eis. Dann ging's ihm ja so schlecht. Die beiden haben sich wie verrückt geliebt. Oh. In einem Igloo. Wie schön. Nein, wie kalt. Das war so kalt, dass sie sogar beim Händewaschen Handschuhe anziehen musste. Herr Blattwurt. Schlussendlich habe ich sie dann doch gefunden. Ja. Wie? Wie? Wie die mir ein Mädchen auf die Nerven geht. Bitte? Oh, reden bin ich mir davon, das regt mich zu sehr auf. Das tut mir leid. Reden wir lieber von Ihnen, Fräulein Wölfel. Waren Sie jemals verheiratet oder leben Sie à la carte? Ich bin verheiratet. Der arme Mann. Mit meinen Romanfiguren. Ach so. Ich gehe am Abend mit ihnen ins Bett. Ja. Stehe am Morgen wieder mit ihnen auf. Ja. Und bald werden sie auch dabei sein. Der reinste Gruppensex. Oh, die werden Augen machen an unserem nächsten Stammtisch in Buxtehude. Na, Fräulein Wölfel, schon wieder das Notizbuch zur Hand? Wer ist so wie ich, ernst meint mit seiner Kunst, der muss aus dem Füllhorn des Lebens schöpfen, ehe es leer ist. Man darf sich doch solche Gelegenheiten, die ja nicht mit Geld zu bezahlen sind, nicht aus der Nase gehen lassen. Darf ich bekannt machen, Herr Klapproth? Herr Bernhardi, ein berühmter Löwenjäger. Ein Löwenjäger, jetzt wird's lustig. Salam alaikum. Kannst du mal reingucken? Mich entschuldigen die Herren wohl, aber mein Geist ist so angeregt. Ich muss mir erst mal ein paar Kapitel von der Seele schreiben. Ach, ich weiß auch schon, wie ich anfange. Und die Bäume rauschten am Meeresgrunde. Und die Sterne plätschern am Firmament. Ganz und gar verrückt. Hehl und Dehl weg. Lott! Aber wer ist das heutzutage? Nee. Wohnen Sie auch hier? Sehe ich so aus? Oh, man ist hier ganz wunderbar untergebracht. Der Kerl ist großartig. Bitte. Danke, bitte. Danke. Allerdings, so ein Mensch wie ich, der fast immer auf Reisen ist, der nimmt das nicht so ganz genau. Mal wohne ich in einem Luxushotel, mal in einem Beduinenzelt, mal am Lagerfeuer bei den Indianern. Sie reisen wohl um die ganze Welt, was? Das können Sie aber laut sagen. Stellen Sie sich vor, in den Karpaten habe ich Bären gejagt, am Nil einem Alligator das Genick umgedreht und in Afrika einen Löwen im Schlafanzug erlegt. Gott, den Donner! Wie ist der denn in den Schlafanzug gekommen? Ich war im Schlafanzug. Das war pickendüstere Nacht und der Löwe wollte uns in unserem Lager überfallen. Ach so. Hatten Sie auch schon mal was mit Löwen zu tun? Ja. Ein einziges Mal. Es war schrecklich. Erzählen Sie. Das war an einem Nachmittag. Die Sonne war gerade dabei, unterzugehen. Da war der Löwe und hier war ich. Abstand? 2 Meter. Du lieber Himmel. Plötzlich reißt der Löwe das Maul auf und brüllt, dass es einem durch Leib und Seele ging. Ja, was haben Sie gemacht? Ich bin weitergegangen zum Affenkäfig.
wollen mich wohl auf den Arm nehmen, was? Nein, nein, Herr Bernardiner. Oh, Sie haben einen wunderbaren Humor. Ja. Aber erzählen Sie doch weiter. Ja, also, ich habe in China das große Drachenfest mitgemacht, dann in Australien die Diamantfelder besucht und in Kalifornien nach Gold gebuddelt. Gott hat der eine Räuberfantasie. Sie glauben ja gar nicht, wie mich das alles interessiert. Ja. Oh, das freut mich. Ja. Meine Freunde und Kollegen halten mich für verrückt. Was sagen die dazu? Oh, die sind doch verrückt. Was kann es wohl Schöneres geben, als die Welt zu sehen? Nicht wahr? Ja. Wissen Sie was? Machen wir die nächste Reise doch zusammen. Ja, so ein Reisekumpan wie Sie, den habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, gute Idee. Bloß eine Frage. Wie kommen Sie hier raus? Durch die Tür dadurch? Ja, natürlich. Natürlich, nachdem ich meine Rechnung bezahlt habe. Ja, sonst müssen Sie womöglich noch bei Wasser und Brot in der verschlossenen Türen sitzen. Womöglich in einer Zwangsjacke. Bloß keine Widerworte, sonst können so kranke Seher unangenehm werden. Also, abgemacht? Abgemacht. Ich lasse schon mal ein paar Buddels kalt stellen. Ja. Und dann machen wir unseren Reiseplan. Mhm. Ah ja, bitte lassen Sie da noch kein Wort drüber fallen. Der gute Schöller ist immer so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn einer von seinen Gästen so holterdiepolter einfach ausbüchst. Das kann ich mir denken. Er kriegt das ja noch früh genug zu wissen, ne? Ich hole den Champagner. Ja. Das funktioniert ja wunderbar. Wenn man ihnen keine Widerworte gibt, sind sie eigentlich ganz harmlos. Oh, diese Frau Pfeiffer, die geht mir auf die Nerven mit ihrem Ehequatsch. Freuden, der Eheglück, der Ehehafen, der Ehe... Oh, sie soll mir wohl ausbüchsen. Dabei haben wir doch gerade so schön miteinander geknölt. Ich habe sie bloß einen Augenblick allein gelassen, um schnell mal nach Herrn Klappmo zu gucken. Oh, dem habe ich ja noch gar nicht guten Tag gesagt. Darf ich vorstellen, Herr Klapproth, Frau Pfeiffer? So, nun kann Onkel Klapproth sich was vom Heiraten erzählen lassen. Ich gehe stiften. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Jetzt möchte ich bloß wissen, hat ihr auch einen Vogel oder nicht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Oh, ich amüsiere mich prächtig. Das wird mein Schwager Schöller sehr freuen. Herrje, das ist die Schwägerin von dem Direktor. Sollte die auch? Nun müssen Sie aber auch öfters mal zu uns kommen. Ihr Neffe hat mir erzählt, dass Sie Einspänner sind. Dann fühlen Sie sich doch sicher öfters ziemlich einsam. Nö, eigentlich nicht. Och, haben Sie da doch noch nie dran gedacht, mal in den Hafen der Ehe einzulaufen? Ich begnüge mich immer mit Hafenrundfahrten. Aber Sie waren doch sicher schon mal verliebt. Ja, ab und zu. Ja, dann wissen Sie doch auch, dem verliebten Mann wachsen Flügel. Ja, aber ich weiß auch, dem Verheirateten werden sie gestutzt. Sie sollten nach der richtigen suchen. Ich suche den lieben langen Tag. Ja, und? Am Abend bin ich froh, dass ich keine gefunden habe. Herr Klapproth, so ein schöner und ansehnlicher Mann wie Sie, der ist da doch geradezu zu geschaffen, eine Frau glücklich zu machen. Die will mich verkuppeln, bloß mit wem? Oh, haben Sie eigentlich meine Tochter schon kennengelernt? Aha, mit der Tochter. Nee, leider noch nicht. Sie war in einer Anstalt für junge Mädchen. Aha. Ja, in Blankenese. Ja, klar. Aber mein Schwager, der wollte sie lieber hier haben. Ja, die Tochter ist also auch. Ach ja, das tut mir richtig weh, wenn ich daran denke, dass sie dieses Haus eines Tages wieder verlassen wird. Die kommt ihr doch nicht wieder raus. Na, so einem jungen Kerl würde ich sie auch gar nicht anvertrauen. Wenn da aber so ein reifer Mann käme,
der in Würde und Ansehen steht. Die meint mich? Der käme mir für meine Frieda genau gelegen. Dann könnte ich ja gar nicht Nein sagen. Wir verstehen uns doch. Herr Klapproth? Ganz und gar! Ja! Ich komme wieder! Und zwar mit Frieda! Frieda sei mit euch! So, nur mal nicht zu viel weg. Ehe mich hier noch verheiratet mit einer Verrückten. Herr Klapproth, wo bleiben Sie denn? Ich kann doch den Champagner nicht alleine trinken. So einen kleinen Schluck könnte ich jetzt vertragen. Herr Klapproth, ich freue mich so, dass Sie mein Reisekumpan werden. Und darum dürfen Sie mir das nicht abschlagen, wenn ich Ihnen nun ein kleines Geschenk mache. Was wollen Sie mir denn schenken? Zwei stattliche junge Leoparden. Ach so. Was? Die ich eigentlich Hagenbeck stiften wollte. Zwei junge Leoparden? Sie nehmen sie doch an. Oh, ich weiß nicht so recht. Aber ja, natürlich. Wenn ich mit Leoparden in Buxtehude auftauche, dann kann sich der Apotheker aufhängen. Kissling! Kissling! Was ist denn? Oh, ich fall gleich in Ohnmacht. Ja, warum das denn? Frieda will sich gleich hier mit mir treffen. Na, ich gratuliere. Ja, hast du mir ein paar Zeilen aufgeschrieben? Ja, hier, du kleiner Casanova. Oh, danke, du. Ich könnte dich küssen. Ja, spar dir das für deine Frieda auf. Da kommt sie schon. Ja, sieh zu, dass du wegkommst hier. Erst will er mich küssen, du schmeißt er mich raus. Ich will hoffen, dass ich Sie nicht störe und Ihren Freund vertrieben habe. Oh, ich bitte Sie. Kissling ist Feuer und Flamme für Musik. Sobald auch nur Klavier von Weitem hört, ist er nicht mehr zu halten. Sie wollten mir was Wichtiges sagen? Ja, ja, so ist das, Fräulein. Frieda! Habe ich Ihnen schon gesagt, wie doll ich mich gefreut habe, Sie hier heute wiederzusehen? Nee. Was nee? Das haben Sie mir noch nicht gesagt. Ja, das ist bloß, weil ich so schüchtern bin. Was? Sie sind schüchtern? Ja, war nicht. Aber ich werde Ihnen jetzt doch sagen, was ich Ihnen sagen will. Können Sie mir das auch im Sitzen sagen? Ja, aber natürlich. Nee, das geht nicht. Was? Ich habe mir das im Stehen zurechtgelegt, Fräulein. Frieda! Ich habe die Absicht, ein Geschäft zu gründen. Ich gratuliere. Ja. Ein großes Geschäft für alle Arten von Küchengeräten und Haushaltssachen. Vom größten bis zum klitzekleinsten. Nur reelle, prima Ware zu billigsten Preisen. Und ich verspreche, dass meine Kundschaft prompt und reell bedient wird. Und darum erlaube ich mir, Sie zu fragen, was Sie lachen. Weil Sie so viele Worte machen. Warum sagen Sie denn nicht einfach, was Sie auf dem Herzen haben? Ich soll einfach sagen, was ich auf dem Herzen habe? Ja. Ja, haben Sie denn erraten, um was ich Sie bitten wollte? Wir sollen Ihnen unsere Kunden schicken und Sie unseren Bekannten empfehlen, stimmt's? Nicht so ganz. Ich wollte Sie eigentlich um was anderes bitten. Ja, und das wäre? Habe ich Ihnen schon gesagt? Was denn? Machen Sie die Augen zu, dann kann ich das sagen. Na, Sie sind mir ja einer. Augen zu. Hm. Lassen Sie es mich Ihnen sagen, was ich seit Monaten, seit ich Sie zum ersten Mal sah, einzig und allein gefühlt und gedacht habe. Das ist ja eine Liebeserklärung. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Augen schon viel früher zugemacht. Hinsetzen? Ja. Augen zulassen? Ja. Ja, Fräulein Frieda, lassen Sie es mich gestehen, was ich schon so lange in meinem Herzen verborgen trage. Kissling, wunderbar. Lassen Sie es mich hinausjauchzen in alle Welt. Mein süßes Geheimnis, Frieda. Herzensschatz, süßes Mädchen, ich liebe dich, Ausrufungszeichen, Gedankenstrich. Was? Schied, ich bin blamiert. Er hat das abgelesen. Sind Sie jetzt enttäuscht? Nee. Und Ihre Antwort auf meine Frage? Die werde ich dir jetzt fixen. Aufschreiben! Oh, du süße Dirn, die will ich mündlich haben! Ein
großartiger Kerl, ein famoser Kerl. Jetzt hat er mir mal abgesehen von den Leoparden auch noch ein Kamel geschenkt. Und eine Giraffe in Aussicht gestellt. Bis nach Hinterindien hat er unsere Rundreise schon geplant. Fehlt bloß noch ein Abstecher zum Mond. Und bloß der Major. Lachen Sie über mich? Oh, denken Sie hin, Herr Major. Ich freue mich, Sie hier zu sehen in dieser schönen Pension. Ha! Pension! Soll das vielleicht eine Spitze sein wegen meiner Pensionierung? Oh, aber nee, ich habe die Pension Schöller gemeint. Mit dem bin ich nicht gern allein. Dass Sie's nur wissen. Ich bin ganz und gar zu Unrecht pensioniert worden. Nur weil ich dem Kriegsministerium bewiesen habe, dass ich die Schlacht bei Plötzemarsch gewonnen hätte. Hm, passen Sie mal auf. Da stand der Feind. Da standen wir. Hätten wir nun statt hier da gestanden und der Feind statt hier da, wäre alles ganz anders gekommen. Mit dem bin ich nicht gern allein. Wir haben mir für meine Verdienste einen Orden an die Brust geheftet. Oh, ich gratuliere. Ach Quatsch, das war ein Orden dritter Klasse, so einen kriegt jeder Postbote. Nein, 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 nein. Die Herren vom Kriegsministerium haben mich sabotiert. Und wissen Sie auch warum? Ja, warum? Weil ich die Schlacht bei Plötzemarsch gewonnen hätte. Passen Sie mal auf. Da stand der Feind. Da standen wir. Hätten wir jetzt statt da, da gestanden und der Feind statt da, da, wäre alles ganz anders gekommen. Mit dem bin ich nicht gerne allein. Woher wissen Sie das? Das haben Sie doch eben selbst erzählt. Was, ich? Ach so, ja, 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 richtig, ja. Sehen Sie? Und deshalb hat man mich pensioniert. Warum haben Sie sich denn keinen Anwalt genommen? Anwalt! Wissen Sie nicht, dass es verboten ist, das Wort Anwalt in meiner Gegenwart auch nur in den Mund zu nehmen? Doch, doch, ich habe das bloß für einen Augenblick vergessen. Ich hatte einen Anwalt, aber der hat meinen Prozess ruiniert. Sonst wäre ich schon General. Und nun regen Sie sich doch nicht so auf. Gibt's hier denn keine Werte? Ich soll mich nicht aufregen, Sie elendiger Zivilist. Ich werde ihn einheizen. Oh, mir ist nicht kalt, Herr Feldmarschall. Wo sind denn die Werte? Hören Sie auf zu jaulen, Sie Schlafschwanz. Ich werde Ihre Frau zur Witwe machen. Da halte ich ja gar nichts dagegen, aber ich bin nicht verheiratet, Gott sei Dank. Wollen Sie mir nun auch noch meine Ehegeschichte vorhalten? Nein, nein! Na ja, ich weiß, dass meine Frau mich betrogen hat. Und wissen Sie auch mit wem? Nicht mit mir. Nicht mit meinem Freund, dem Oberleutnant. Nicht mit meinem Freund, dem Hauptmann. Nicht mit meinem Freund, dem Obersten. Nein! Wahrscheinlich mit Ihrem Feind, dem Schützenarsch. Das ist ja eine Beleidigung. Ich fordere Sie auf Pistolen, 3 Schuss, 20 Schritte Abstand. So, ich muss mich nun erstmal um meinen Sekundanten kümmern. Jawohl, Herr Kümmerling. Ich werde Ihnen die Frechheiten schon austreiben. Links um. Bum, bum. Bum, bum, plem, plem. Das ist doch verrückt. Ein Glück, dass der hier festsitzt. So, jetzt aber nichts wie weg. Ich habe die Nase voll. Oh, ihr wollt mich nicht hören. Ihr wollt nicht, dass ich euch etwas vorspiele. Aber ihr sollt noch von mir hören, das schwöre ich euch. Diese blöden Affen. Nun gut, ich vernasse diese ungastlichen Hanner, denen man über meine Künste bloßlacht. Was ist das denn für eine sonderbare Pflanze? Entschuldigen Sie, mein Herr, dass ich die Zügen schießen ließ, um Gift und Gange zu speien. Wie redet er bloß? Stellen Sie sich vor, mein eigener Onkel, Herr Schöner, der
hat mir verboten, dass ich dieser Gesellschaft was vorspiele. Wie gemein. Sicher einer von denen, für den es keine Hilfe mehr gibt. Ist das nicht schrecklich? Schrecklich, ja. Ich hätte mit Vergnügen zugehört. Ich sehe schon. Sie sind ein Kunstkenner. Womögen nicht Fotograf. Nee, Apfelbauer. Oh, Erkältung? Nein, mir ist eine Fliege in den Hans geflogen. Oh. Das böse Tier. Danke Ihnen. Ja, mit wem habe ich eigentlich nicht das Vergnügen? Klapprot aus dem alten Land. Sie sind aus dem anderen Land, das freut mich ja. Knapprot. Klapprot. Sag ich ja, Knapprot. Klapprot. La, la, la. Na, na, na. La, 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 la. Na, na, na. Sie müssen wissen, mit dem Schnimmbuchstaben Ender, da hab ich mitunter meine Nast. Das hört man. Überhaupt nicht. Ja, aber darum, wenn mein Vormund, Herr Schöner, mir auch nicht erlauben, dass ich mich der Bühne hingebe. Mein Gott, der ist der Beste. Wenn ich so eine Bedrunge nicht hinter mir lassen könnte. Ah, Sie schaffen das schon. Sie sind ja noch jung. Ja. Und hat nicht Demosthenes, der auch so einen Finger hatte, Kiesenstein in den Unternehmen und ist an der Küste, wo die See am gewandtigsten saust und braust, hin und her gelaufen, um so eine Stimme zu stärken. Das war sicher auch so ein verrückter Kerl. Geh! Geh in ein Kloster, Ophelia! Was ist los? Das war Hamlet! Ich werde Ihnen etwas vorspielen, ja. Zuerst was Einfaches. Ein Pferd! Mein Königreich für ein Pferd! Oh, das haben Sie gut gesagt, da kam kein Eldrin vor. Dann sagen Sie doch mal einen Satz mit N. Mit N. Mit N wie Ludwig. Ach so, wie Ludwig. Ja, Moment, da habe ich gleich. Lauter lange ledige Lappen lauern lüstern, leise Lieder lallend in lauen Lüften. Sie sind so gemein. Oh, das wollte ich nicht. Geht's Ihnen nicht gut? Nun bin ich Nier. König Nier. Ja, Sie kennen doch Nier. Nein, woher? Hat er gesagt, dass er mich kennt? Nacht muss es sein. Wenn Frieden an Sterne strahlen, Wannenstein. Wannenstein? Wer schleicht dort hinter mir? Ich bin zwar grausam. Da haben wir's. Aber doch, barmherzig. Ja, das ist eine Tonne Runde für mich, der Otello. Finden Sie nicht auch? Großartig. Ich liebe dich.
Mich reizt deine schöne Gestalt. Meinen Sie das ernst? Und bist du nicht windig? So brauch ich Gewand. Aufhören! Schluss jetzt! Bitte, Sie finden an so auch, dass ich Tannent hab. Oh, ein gewaltiges Tannent. Danke. Danke, dass Sie mir durch Ihr ehrliches Urteilen wieder Mut gegeben haben. Auch gar nicht viel. Wenn ich später einen Mann erfunden hab, dann sind Sie Schund. Bekloppt. Herr Klapproth! Mein lieber Freund, hier sind die versprochenen Leoparden. Oh, vielen Dank! Leoparden, wer's glaubt für Sie? Zeit auf diesem einsamen Apfelhof aufhalten müssen und höchstens alle paar Wochen mal auf den Sprung nach Hamburg zuckeln, dann werde ich meinen Lebtag keinen kennenlernen. Ach, Klärchen. Oder ihn wiedersehen. Komm, setz dich hier hin und hilf mir. Ich werde Onkel Philipp auf der Stelle bitten, diesen trönigen Hof zu verkaufen, um mit uns nach Hamburg zu ziehen. Ich kann keine Äpfel mehr sehen. Im Augenblick kannst du den Onkel um gar nichts mehr bitten. Warum denn nicht? Na, seitdem er aus Hamburg zurück ist, spinnt er ganz und gar. Denk doch bloß an die Leoparden. Die wollte er doch wahrhaftig in Hühnerstall einsperren. Gott sei Dank sind die ja nun behagen, Bett. Ja, Gott sei Dank. Man kann sich auch überhaupt nicht mehr mit ihm unterhalten. Er ist völlig durch den Wind. Tja, gediegen. Zu mir hat er schon ein paar Mal Unrike gesagt. Und dann lauthals gelacht. Ich hab mich richtig verjagt. Und weißt du, was er letzte Woche zu mir gesagt hat, als ich mich so erkältet hatte und so heiser war? Na? Nimm ein Kiesenstein in den Mund, geh an der Nordsee spazieren und bönn gegen die Wellen an. Dann kannst du wieder laut und deutlich snacken. Moin! Ah! Passt schon da. Ja, aber ein Paket aus Afrika, wo ein Kamel reinpassen würde, ist nicht dabei. Liegt alles auf deinem Schreibtisch. Danke, Ulrike. Philipp, könntest du bitte mit diesem Ulrike-Quatsch aufhören? Ach, nun habe ich auch wieder vergessen, eifrig das Geld anzuweisen. Du hättest mich auch mal daran erinnern können. Du willst doch nicht, dass man sich in deine Privatangelegenheiten mischt. Ich musste gerade wieder an den verrückten Major von Gröber denken. Den durfte man auch an nichts erinnern. Wer ist das denn? Das geht dich gar nichts an, meine liebe Schwester. Ich frag ja bloß. Wenn ihr im Haushalt noch was zu beschicken habt, lasst euch nicht aufhalten. Komm, Klärchen, pack den Kram ein, wir gehen. Mit dem bin ich nicht gern allein. Ich auch nicht. Eigentlich könnte ich auch mal einen Bericht für die Zeitung schreiben. Erlebnisse in einer Heilanstalt. Es war ja höllisch interessant, aber nein. Nochmal möchte ich mit den Verrückten aus der Pension Schöller nichts zu tun haben. Ein Glück, dass die alle sicher eingeschlossen sind. Ja? Da draußen ist ein Mann, der will unbedingt mit dir sprechen. Was will er denn? Ja, der scheint das ziemlich eilig zu haben. Dann lass ihn rein. Ja. Dann kann das sein. Ich warte auf niemanden. Salam alaikum! Der Globetrottel. Sie haben noch nichts dagegen, dass ich ablege? Der Kerl muss aus der Anstalt ausgebüxt sein. Na, Sie haben sicher schon voll Ungeduld auf mich gewartet, was? Oh, und wie ich gewartet habe, ich konnte es gar nicht abwarten. Richtig. Ja. Dann kann unsere Reise ja losgehen. Ah ja? Mitte nächster Woche sind wir auf hoher See. Mhm. Und in 3 Wochen geht es auch hoch zu Ross durch die Prärie. Oh, ich kann gar nicht reiten. Das macht nichts. Wenn Sie jetzt ein paar Mal runtergeplumpt sind, dann werden Sie das schon können. Waren Sie schon mal in Marokko? Da bin ich am liebsten. In Marokko, da bezahlen Sie für eine Frau 3 Kamele. In Buxtehude bezahlen 3 Kamele für eine Frau.
Hand dabei. Halb neun geht das los, anders kriegen wir den Steamer nicht mehr zu fassen. Ah ja. Darüber hinaus müssen Sie sich in Hamburg noch Ihre Ausrüstung zusammenstellen. Einen vernünftigen Revolver brauchen Sie noch. Ein Revolver? Man weiß nie, wann man den mal braucht. Was meinen Sie, was ein Obstanatscher Patron macht, wenn Sie ihm so einen Puffer unter die Nase halten? Der wird fromm, wie ein Lamm. Das glaube ich gern, aber würden Sie das Dings bitte wieder aus meinem Gesicht nehmen? Das wird wunderbar. Wenn wir beide erst zusammen am Lagerfeuer sitzen und die Kojoten heulen hören. Er ist jetzt schon zum Heulen. Rüsten Sie sich. Vor allem nehmen Sie Abschied von Ihrer Familie. Ja, wenn Sie mich mal gehen lassen, die haben nämlich noch keine Ahnung. Dann machen Sie das einfach so, wie ich das bei Schöller gemacht habe. Der hat auch keine Ahnung, dass ich weg bin. Also ausgebüxt, ich hab's gewusst. Als er eine Zeit lang nicht zu Hause war, bin ich einfach abgehauen. Den muss man doch wieder festsetzen. Ich werde ihn einsperren. Naja, allerdings würde ich Ihnen gern zum Abschied noch ein paar Worte schreiben. Ja, aber gern, mein lieber Reisekumpan. Hier ist mein Arbeitszimmer. Machen Sie es sich doch da bequem und schreiben Sie so viel Sie wollen. Ich guck später wieder nach Ihnen. A presto! Amigo. Da haben wir den Salat. Füchst der Kerl aus der Anstalt aus und kommt hierher in seiner Verrücktheit. Wenn ich dem erzähle, dass ich nicht mitfahre, schießt er mich glatt weg über den Haufen. Ich muss Dante Pian Schöller telegrafieren. Herrn Direktor Schöller, Privatheilanstalt, Hamburg, Chausseestraße 198. Kommen Sie sofort. Gefahr im Anzug. Apropos Anzug, Zwangsjacke mitbringen. Gruß, Klapprot. Buxtehude. Philipp, gibst du mir bitte den Schlüssel für deinen Weinkeller? Was um alles in der Welt machst du denn da auf dem Tisch? Oh, wir sitzen immer zu auf Stühlen. Ich wollte mal auf dem Tisch sitzen. Solltest du auch mal probieren. Ich denke gar nicht dran. Wo ist dein Besuch abgeblieben? Der ist hier drin. Der muss einen ganz wichtigen Brief schreiben. Ja, und damit er nicht gestört wird, habe ich mich hierher gesetzt. Hier. Das ist alles sehr sonderbar. Hey, was mache ich bloß? Geh ich weg, kommt er raus. Bleib ich hier, geht das Telegramm nicht weg. Herrgott, ist das ein Teufelsspiel. Bitte kommen Sie herein. Mein Bruder ist hier in der Stube. Der Ballermann. Danke, vielen Dank. Der hat mir gerade noch gefehlt. Hab ich Sie also gefunden? Ha! Hat der Dussel von Löwenbändiger hier wohl die Tür aufgelassen? Entschuldigen Sie bitte, ich muss mit Herrn Klapprot allein reden. Wie kommen Sie denn hierher? Sie haben mich in der Pension Schöller tief beleidigt. Oh, das wollte ich nicht. Das muss abgewaschen werden? Ja, das Bad ist gleich links im Flur. Mit Blut? Das haben wir ja nicht. Wir haben ja bloß Seife. Keine Witze. Oh, ich habe so einen wunderbaren Humor. Hier mein Vorschlag. Pistolen, 20 Schritt Abstand. Ihr Gegenvorschlag? Säbel, 50 Schritte Abstand, werfen verboten. Sie haben wirklich einen wunderbaren Humor. Also, morgen früh, 5 Uhr pünktlich. 5 Uhr. Wenn ich bis 7 nicht da bin, fangen Sie wohl schon ohne mich an. Was gehen wir denn jetzt? Ich warte auf Ihren Sekundanten. Ja, und ich bestell schon mal Musikanten. Was? Warten Sie doch bitte hier in diesem Zimmer. Es ist sehr gemütlich. Ja, aber lassen Sie mich nicht zu lange warten. Ah, das ist ja bloß, dass meine Familie nichts mitkriegt von unserer kleinen Schießerei. Ah ja, ich verstehe. Bum, bum. Links um. Ja. Wenn das so weitergeht, dann habe ich bald die ganze Heilanstalt hier im Haus. Ach, da muss noch was auf das Telegramm. Mitbringen zwei Zwangsjacken. Philipp, ja? Das ist der Schlüssel für die Dunkelkammer. Ach. Was um alles in der Welt machst du denn nun auf der Kommode? Bald sitze ich auf dem Tisch und mal auf der Kommode und mach mich zu Tode. Gott, hab ich einen wunderbaren Humor. Wo ist der zweite Mann abgeblieben? Der kriegte ganz plötzlich ganz fürchterliche Zahnschmerzen. Ja, und damit er nicht gestört wird, habe ich mich hierher gesetzt, hier. Das geht alles über meinen Horizont. Ja, über meinen auch. Dabei haben wir hier im Norden so viel davon.
der Major muss ich eigentlich nicht aufpassen. Der wartet ja auf die Sekundanten. Aber was treibt mein Revolverheld? Ich sehe ihn nicht. Was macht der bloß? Herr Klapproth. Moment, da ist einer drin, der ist nicht so ganz dicht, wissen Sie. Wie kommen Sie denn hierher? Oh, ich bin da durch das Fenster raus und hier durch das Fenster wieder rein. Ah ja? Herr Klapproth, stellen Sie sich vor. Schreibtisch, Brief, kein Mucks zu hören. Meine Gedanken sammeln sich. Ich guck aus dem Fenster und da erscheint sie vor mir. Wer? Mein Innerstes ist ganz und gar durcheinander. Den darf man doch nicht frei rumlaufen lassen. Ich bin verliebt. Verliebt. Zum ersten Mal in meinem Leben verliebt. Verliebt bis zur Raserei. Verliebt, 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 verliebt. Und verliebt in wen denn wohl? In wen denn wohl? In ihre Nichte Clara. Ach, in Clara. In Clara? In Klärchen, ja. Schon als ich sie in Hamburg, ihren Café Rembrandt, zum ersten Mal gesehen habe, hat es mir einen Stich ins Herz gegeben. Tut mir leid, Herr Klapproth, aber ich kann Sie nicht mit auf die Reise nehmen. Oh nein! Sie sind mir doch nicht böse, wenn ich Klärchen mitnehme. Nee, nee, nehmen Sie sie nur mit. Sie wollte schon immer welche. Mein lieber Freund. Ja. So, nun muss ich aber nach Hamburg telegrafieren. Die Reisebillets müssen umgeschrieben werden. Und Klärchen, der muss ich das auch noch sagen. Aber die weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Dass ich sie liebe, das weiß sie. Dass wir auf Reisen gehen, das weiß sie noch nicht. Dann packen Sie Ihre Squaw beim Schopf und schleifen Sie sie ans nächste Lagerfeuer. Ja. Was hat das zu bedeuten? Das machen die Indianer, wenn sie glücklich sind. Nee, 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 nee. Was hat das zu bedeuten? Das machen die Buxtehuder, wenn sie unglücklich sind. Sie haben einen wunderbaren Humor. So allmählich vergeht er mir. Nicht zu glauben. Springt der Kerl aus dem Fenster und lässt sich das Genick brechen. Verliebt er sich in meine Nichte. Da muss noch was auf das Telegramm. Ehrenwerter nicht vergessen. Philipp? Ja? Warum sitzt du denn nun wieder auf dem Tisch? Weil ich so einen wunderbaren Humor habe. Ich lauf mal schnell zur Post rüber, ja? Vielleicht ist das Kamel ja doch noch angekommen. Du solltest gleich mal bei unserem Landdoktor vorbeigucken. Kamel, das hat uns gerade noch gefehlt. Und wo sollen wir das unterbringen? Vielleicht im Hühnerstall. Die Hühner hocken auf seinem Hocker. Madame! Gott, das haben Sie mich verjagt. Oh, Entschuldigung. Aber die Tür ist dann offen. Da bin ich einfach reingekommen. Das geht ja zu wie im Taubenschlag. Ich möchte gern Herrn Klapproth sprechen. Ja, der ist gerade aus der Tür, aber wird gleich wieder zurück sein. Darf ich mich vorstellen? Josephine Wölfel. Oh. Ah ja? Mein Künstlername ist Josephine Freifrau von Holledau. Ah ja. Ich bin Schriftstellerin. Ah ja, wenn Sie nun schon mal hier sind, dann setzen Sie sich doch bitte. Ich bin die Schwester von Herrn Klapproth. Oh! Oh! Hoheit! Was ist los? Oder? Wie werden Sie angesprochen? Hä? Ihr Bruder hat mir alles erzählt. Von dem russischen Großfürsten, mit dem Sie verheiratet waren und der Hackfleisch aus Ihnen machen wollte. Was denn für ein Großfürst? Vor dem Sie mit Ihren Pekinesen über Nordpol zu den Eskimos geflüchtet sind. Sie sehen, ich weiß alles. Ja, dann wissen Sie mehr als ich. Ich hab mir alles exakt mal aufgeschrieben und kann Ihnen das vorlesen. So, das Telegramm ist endlich schlecht. Da bist du ja. Da bin ich ja. Da sind Sie ja. Wie auch noch. Ich freue mich ja so, Sie wiederzusehen. Ja, und ich mich erst. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Sie, voyou, sind mir ja noch den Rest von Ihrer Geschichte schuldig. Und da habe ich mir gedacht, ich besuche Sie einfach. Ich komme doch nicht ungelegen. Überfahre! Ja, dann können wir doch gleich anfangen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ach, Hoheit, wären Sie doch wohl mal so nett. Danke. Ich habe doch so viele Fragen. Nee, 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 das geht nicht. Warum denn nicht? Ich muss mich erst noch sammeln. Warten Sie doch bitte hier.
In diesem Zimmer, das ist gerade frei geworden. Ich kümmere mich gleich um Sie, nicht auch und nicht aus dem Fenster springen. Warum sollte ich das wohl tun? Oh, oh, revoir, Arbeit. Was hat das alles zu bedeuten? Du bölk nicht so. Ich bölk nicht. Noch nicht. Ja, also hör zu. Als ich, das ist eine ganz verdammte Geschichte. Als ich Hallo, Herr Knapprot. Was für ein Glück, dass ich Sie hier antreffe. Das muss ein Massenausbruch sein. Guten Tag. Ich bin der Schauspieler Eugen Rümpen. Herzlich willkommen, junger Freund. Ich freue mich, Sie hier zu sehen. Es ist mir ein großes Pnäsier. Ja, Wein und Gläser, wenn ich bitten darf. Für mich kein Wein, bitte. Ich bin Anti-Alkoholiker. Keine Widerworte, edler Othello. Sie besinnen sich? Na ja, aber klar, doch, hochverehrter Hamlet. Das macht mich so glücklich. Der war in Hamburg im Theater. Wenn noch mehr von denen hier aufkreuzt, nehme ich lieber die Wäsche von alleine. Ich habe nämlich eine neue Runde einstudiert. Und nun bin ich gekommen. Und nun bin ich... Und nun bin ich gekommen, um Ihnen die vorzuspielen. Mir vorzuspielen? Ja. Hohe Ehre. Die ganze Zeit habe ich mir gesagt, einer fehlt hier noch. Wilhelm Tell! Ach der, ja. Wo kann ich den noch einsperren? Aber... Mein Onkel, Herr Schöner, der darf nicht wissen, dass ich hier bin. Das kann ich mir denken. Der Onkel. Oh, weh, der Onkel, also der Herr Schöner, der ist hier. Onkel Schöner? Ja. Hier? Ja. Nee, doch. Um alles in der Welt, der darf mich hier nicht sehen. Ich hab gewusst, das wird. Wo kann ich mich verstecken? Auf vielleicht hier. Nein, das ist schon besetzt. Ach, das ist schon besetzt. Ja, dann vielleicht doch. Nein, das sitzt auch schon jemand. Also, das ist ja verflixt, verflucht. Aber hier ist doch frei. Nein, nicht. Danke Ihnen. Moment, das ist... Das ist ein Kleiderschrank. Tut mir leid, Hochsaison, alles ausgebucht. Aber das sein... Das riecht da drin ganz gewaltig nach Naphthalin. Ihretwegen kann ich da keine Lilien reinstellen. Oh Mann. Ja, aber... Darf ich nicht vorher noch schnell den Wilhelm Tell vorspielen? Hä? Durch diese hohe Gasse muss er... Muss er... Muss er kommen! Er kommt! Wo? Da! Nee! Da! Wo? Hinein! In dieses dunkle Noch! Oh Gott! Nee, hab ich auch wieder eingefangen. Sicher, mein lieber Herr Schöller! Warum sollte denn das nicht gehen? Setzen Sie sich nur hier an meinen Schreibtisch. Mit wem sprichst du denn? Was? Anderthalb Stunden haben Sie zu schreiben. Bis dahin werden die Irrenwärter ja wohl hier sein. Fein, mein lieber Herr Schöller. Ich pass auf, dass Sie nicht gestört werden. Der muckst sich sicher nicht mehr. So was habe ich ja mein Lebtag noch nicht erlebt. Prost! Danke! Das kam aus dem Schrank! Ja, da sitzt ja auch einer drin. Hey, lass ihn doch raus! Willst du uns alle ins Unglück stürzen? Ich werde dir alles erklären. Also der Kerl da in dem Schrank und auch all die anderen, die hier heute... Da ist er ja! In meine Arme! Schwiegersohn! Schwiegersohn? Frieda hat mir alles
gebeichtet. Sie liebt sie und sie lieben Frieda. Als sie mir den Namen Klapprot gesagt hat, da wusste ich gleich Bescheid. Nehmen Sie meinen Segen, mein lieber Sohn. Und machen Sie mein Kind glücklich. Sie ist doch draußen und kümmert sich um unser Gepäck. Ich bin nur schnell reingeflogen, um zu sagen, dass wir da sind. Aber jetzt hole ich Frieda. In 2 Minuten steht sie vor Ihnen. Ach, dass ich das noch erleben darf. Schwiegersohn. Philipp, du hast dich verlobt. Tünka. In deinem Alter. Ich hab mich nicht verlobt. Bin ich auch nicht verrückt? Ja, allmählich kommt es mir aber so vor. Sie ist verrückt. Verrückt? Ja, alle sind sie verrückt. Der Löwenbändiger, der Major, den ich da eingesperrt habe, die Schriftstellerin, die ich da eingesperrt habe, der tolle Othello da in dem Schrank und die Frau, die mich eben Schwiegersohn genannt hat. Alle sind sie komplett bekloppt und aus einer Heilandstadt ausgebüxt. Das ganze Haus war bekloppt. Gräsi. Keine Angst, ich habe Stanepeer an den Direktor der Anstalt, an Herrn Schöller, telegrafiert. Der wird jeden Augenblick mit Wärtern und Zwangsjacken hier ankommen und kann sie wieder abtransportieren. Philipp, willst du mir mal erklären, was sie alle hier wollen? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss mich erst um diese verblödete Madame und ihre Tochter kümmern. Die darf man noch nicht frei rumlaufen lassen. Ich sperre sie in Hühnerstyle, jetzt ist mir alles egal. Und mein armes Klärchen weiß von nichts und geht mit so einem gefährlichen Menschen im Garten spazieren. Oh, da kommt ein Major. Entschuldigen Sie, sind hier gerade 2 Damen bei Ihnen angekommen? Eine jünger, eine etwas älter. Noch eine. Oh, pardon, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Schöller. Schöller? Ja. Gott sei Dank. Endlich sind Sie da. Ja, vielen Dank. Da haben wir alle ja noch mal Glück gehabt. Die haben aber auch kein Zimmer mehr frei. Überall sitzt einer. Da, da und da. Sitzt einer? Wer? Ja, haben Sie denn das Telegramm nicht gekriegt? Was denn für ein Telegramm? Denn haben Sie auch keine Zwangsjacken mitgebracht. Zwangsjacken? Ja, und ein paar starke Wärter. Denn hier in einer Landklapsmühle? Dann können Sie sich auch gar nicht wieder zurücktransportieren. Zurücktransportieren? Von wem reden Sie? Ja, von dem Löwenbändiger zum Beispiel. Was, das hier? Ja, alle sind Sie hier. Der verrückte Major, die überdrehte Schriftstellerin, der Schauspieler, der kein L aussprechen kann und die verflixte Frau, die diese Idee hat, dass mein Bruder ihr Schwiegersohn werden will. Das ist ja verrückt. Ja, das sag ich ja. Aber ganz ruhig, mein Bruder hat sie alle eingesperrt. Eingesperrt? Warum das denn? Ja, das fragen Sie noch. Sie sollten in Zukunft mal besser auf Ihre Patienten aufpassen. Patienten? Ja, die Ihnen ausgebüxt sind aus Ihrer Klapsmühle. Na, hören Sie mal, wie können Sie es wagen, meine Familienpension eine Klapsmühle zu nennen? Sie haben eine Familienpension. Aber wer sind denn all diese verrückten Leute, die bei Ihnen weggelaufen sind? Die sind doch nicht verrückt. Die sind so normal wie du und sie. Sie und du. Sie und ich. Wie um alles in der Welt sind Sie denn auf die Idee gekommen, die wären verrückt? Hey, mein Bruder hat das gesagt. Ach, dann ist er selbst verrückt. Oh, entschuldigen Sie. Ist schon gut, Herr Schöller. In der letzten Zeit habe ich das auch gedacht. Ach, das würde mir von Herzen leid tun. Er hat so einen wunderbaren Humor. Ja, aber was machen wir denn nun? Ich weiß mir keinen Ausweg. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich werde mit den Verrückten sprechen, vielen Dank, Ihnen die Situation erklären. Sie fahren mit mir nach Hamburg zurück. Und Herr Klapprot wird denken, ich habe Sie abtransportiert. Sie sollten aber auf jeden Fall mit ihm zum Arzt gehen. Ja, das ist wohl das Beste. Aber bitte gehen Sie erst zu dem Major. Er fing vorhin schon an, ungeduldig zu werden. Ja, das kann ja lustig werden. Wenn das mal gut geht. Ach, mein lieber Herr Major, das Philipp in der Zwangsjacke. Hallo, Juhu. Noch einer. Hallo, Tantchen. Da bin ich, wie versprochen. Hallo, Alfred. Freund Kissling war so freundlich und ist mitgekommen. Du erinnerst dich doch an ihn? Café Rembrandt? Hamburg? Ah ja, ich erinnere mich. Guten Tag, Herr Kissling. Guten Tag, gnädige Frau. Ich habe was für ein Klapprot mitgebracht. Hat er in Hamburg vergessen. Und ich habe was Wichtiges mit Onkel Philipp zu besprechen. Wo ist er? Ach, Alfred, dein Onkel ist krank. Krank? Bös krank. Ja, wo fehlt ihm das denn? Hier. Was? So, ich habe sie in den Hühnerstall gesperrt. Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Alte wollte partout nicht die Hühnerleiter rauf. Oh,
Hallo, Alfred, du hier? Philipp. Und Sie auch, Herr Kissing. Tag, Herr Klapprot. Ich habe Ihr Bild mitgebracht. Hä? Ah ja, die splitternackte Leinwand. Philipp. Hier ist die ganze Pension Schöller hier. Was? Ja, denkt euch bloß. Die ganze verrückte Bande, die ich neulich in der Heilandszeit kennengelernt habe, ist ausgebüxt. Und als hätten sie das untereinander abgemacht, sind sie mir heute alle auf die Bude gerückt. Sie sind alle hier? Ja, keine Angst, mein Junge. Ich habe sie alle wieder eingesperrt. Eingesperrt? Ja. Das Ding ist gut. Du liebe Zeit. Onkel Philipp, die Gäste von Schöller, die sind nicht verrückt. Ich kein dummes Zeug, sonst sperre ich die auch noch ein. Ja, den kannst du Kissing auch gleich mit einbuchten. Oh, ist der vielleicht auch nicht ganz richtig im Kopf? Hier sind alle richtig im Kopf. Aber Sie wollten ja partout eine Klapsmühle von innen sehen. Und da haben wir dich in die Pension Schöller gebracht. Ja, und? Ja, Schöller hat keine Privatheilanstalt. Das ist eine Familienpension. Die Leute, bei denen du warst, sind nicht verrückt. Das sind ganz normale Menschen. Ihr habt mich in eine Familienpension gebracht. Ja. Ja. Und ich hab mich überlisten lassen? Ja. Ich Kamel. Ja. Das wäre uns wahrscheinlich allen so gegangen. Ein bisschen absonderlich sind seine Gäste, ja. Ja, aber was wird Schöller jetzt sagen? Ich habe ihn noch telegrafiert, er soll Zwangsjacken mitbringen. Schöller ist schon da. Er hält dich für verrückt. Was, ich und verrückt? Und dann lässt er mich in seine Familie einheiraten? Du willst heiraten, Onkel Philipp? In die Familie Schöller? Seine Schwägerin ist doch auch hier. Sie kam hier reingeflogen, hat mich in die Arme genommen und laut hat's Schwiegersohn Klapprot zu mir gesagt. Das war ein Fehler vom Amt. Ich bin der Klapprot, der Frieda heiraten wird. Du, Alfred? Ja. Ich danke dir ganz herzlich, mein Junge. Dann lass sie mal wieder frei. Sie sitzt mit ihrer Mutter auf der Stange im Hühnerstall. Die beiden im Hühnerstall? Das muss ich mir angucken. Vielleicht kann ich das malen. Ja, und ich kümmere mich um die Schriftstellerin. Hilfe! Ich kann den Knopf mehr. Den habe ich ja ganz und gar vergessen. Knopf, Knappi, Knopf! Herr Knapprot. Das hätte ich aber auch nicht länger ausgehalten. Das war Hilfe im letzten Augenblick. Also ich glaube beinahe. Eingeschlossen. Bloß aus Versehen. Wir wollen auf Wiedersehen sagen. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir den Nachtzug nach Hamburg noch. Komm, meine Lotusblüte. Nix da, erst wird geheiratet. Der ist nicht verrückt und heiratet trotzdem. Sehen Sie, nun haben Sie doch noch eine gefunden. Dieser unverschämte Kerl da, der kriegt meine Frieda nicht. Natürlich nicht, die kriege ich. Was? Kinder, der Herr Major hat sich wieder beruhigt. Sie sind gar nicht mal satisfaktionsfähig, die Schlappschwanz. Oh. Ich komme mir vor wie Napoleon nach der Schlacht bei St. Helena. Bei Waterloo hat er die Schnacht verloren. Auf St. Helena ist er gestorben. Hab ich ihm Helena gesagt? Ja. Ich hab mein L wieder gefunden. Bei demselben Wort, bei dem ich es verlor. Klapprot. Wölfell. Oh, allerfest. Nun kann mich nichts mehr aufhalten. Nun werde ich Schauspieler. Die Träne quillt auf. Quillt. Ich hab sogar mein Doppel-L wieder. Konnoissant. Was? Ich gratuliere ganz herzlich, mein lieber Freund. Band wird Ihnen die ganze Welt applaudieren. Wenn Sie Hamlet, Otello und Wilhelm Tell spielen, laufen Sie los. Laufen Sie los, mein lieber Freund. Wenn ich das an meinem Stammtisch erzähle, die werden nachen.